Ich habe richtig tolle Neuigkeiten und zwar habe ich meine potenzielle Mitgründerin gefunden. Ich erzähle euch. Hallo, hier ist Tommy von Arang. Bei Arang geht es um die koreanische Küche. So, heute Vormittag war ich hier am Food Lab für den Termin mit About Food, wo ich neben weiteren Startups meine Produkte vorgestellt habe. Und es war ein super netter Termin. Ich glaube, all unsere Produkte sind total gut angekommen. Wir haben viel gesprochen und vor allem fanden sie auch die Seetangsuppe Shiitake super, super lecker. Ja, mega lecker. Also ich bin richtig begeistert generell. Es ist so eine coole Atmosphäre hier. Alle haben mega Bock. Jeder erzählt was zu den Produkten. Und ich fand es super spannend, auch dieses Produkt kennenzulernen und mal zu testen. Sehr lecker. Denn ziemlich zeitgleich, als ich dann so am Ende der Veranstaltung so ein bisschen auf mein Smartphone geschielt habe, kam dann halt eine Mail. Absage von Denre gekriegt, Denre Zentrale. Genau, war natürlich echt mega enttäuscht und auf der anderen Seite musste ich total schmunzeln, was der Grund ist, denn sie schreiben, der Geschmacksträger Alge stand im Vordergrund, sodass der Geschmack des Hühnchens und der Shiitake-Pilze nicht hervorkam. Ja, Entschuldigung, ist aber auch eine Seetangsuppe, ne? Ich fand es in dem Moment zwar enttäuschend, aber auf der anderen Seite hatte ich zeitgleich so viel positive Resonanz halt von den Leuten von About Food gekriegt, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so schlimm fand. Und ich habe danach dann auch mit meinem Produzenten telefoniert oder auch mit anderen gesprochen und die sagen alle so, boah, dass irgendwie so ein, zwei Leute das irgendwie dingfest machen, was eigentlich in den Regalen ist, ist ein Unding. Hey, ich bin Bella, die Gründerin der Co-Founder Matching Plattform. Es ist Montag und wie jede Woche hatten wir unseren Create F Call. Diesmal hatten wir Steffi von A Woman als Branding-Expertin dabei. Sie hat uns nochmal einen richtig guten Input gegeben, was Branding alles beinhaltet und dass es eben nicht nur Logo, Schrift und Farbe ist, sondern ganz viel mehr dahinter steckt, die Strategie, wo man eben hin möchte, die Vision, die Mission, Werte, Positionierung, die Zielgruppe und so weiter. Und was für mich heute nochmal richtig wertvoll war, war ein Tipp von Steffi und zwar der Helvetica-Test, wenn es darum geht, den passenden Namen zu finden, weil das ist ja für mich auch noch ein Thema. Und zwar funktioniert es so, dass man erstmal auf Masse geht, also ganz viele Ideen sammeln für einen Namen, alle runterschreiben, mindestens 50 Stück und davon dann 5 auszuwählen, die einem am besten gefallen und im Helvetica-Format, also einfach der Schriftart, im Word mal aufzuschreiben und es anderen Leuten dann zu zeigen und da eben zu fragen, hey, was empfindet ihr dabei, was könnt ihr euch darunter vorstellen, gibt es irgendwelche Emotionen, dass diese bestimmten Namen bei euch auslösen und so einmal Feedback einzusammeln und dann nach einer Woche nochmal zu fragen, an welchen Namen sich diese Personen erinnern können und das fand ich richtig gut und das werde ich jetzt diese Woche auf jeden Fall auch mal angehen. Ich habe einen neuen Namen und zwar hatte ich ja sehr viel Zeit im Brainstorming gesteckt, was den neuen Namen angeht und hatte dann nichts so gefunden, was mir direkt zugesagt hat und hatte dann am Samstag nochmal verschiedene Begriffe einfach auf unterschiedlichen Sprachen übersetzt, die ich mit der Plattform verbinde. Es kam aber nicht so richtig raus, was mich gecatcht hat. Und am Sonntag hatte ich dann den Text für meine Crowdfunding-Kampagne geschrieben und wollte das Wort Impact nochmal mehr mit reinnehmen, weil das halt ein Begriff ist, der mich total prägt, das Ziel auch ist mit der Plattform und einfach den Sinn, den ich eigentlich auch hinter Startups sehe. Und auf Deutsch habe ich aber noch keinen so starken Begriff gefunden. Das heißt, ich habe dann das Wort Impact in den Übersetzer eingegeben und hatte aber noch an den Sprachen Estnisch in der Einstellung. Und auf einmal stand da dieser Begriff Moju. Und ich dachte so, oh, das sieht ja jetzt sehr schön aus und passt von der Bedeutung ja richtig gut. Und Estland ist für mich so ein richtiges Vorreiterland, was Digitalisierung und Startups angeht. Das heißt, allen in allem war da auf einmal dieser Begriff da, der so gut gepasst hat. Und dann hatte ich das noch ein paar bekannten Freundinnen gezeigt und teilweise auch sehr gutes Feedback bekommen. Und irgendwie passt es total gut. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass das der neue Name der Plattform wird. Hi.
Hallo, ich bin heute hier in Köln und ich treffe ganz nette Menschen. Und zwar auf der Suche nach einer Fotografin für Produktaufnahmen vom Frohnachtsbaum habe ich Sonja kennengelernt. Sie ist Fotografin und bringt ihren Lebenspartner Tim mit. Beides sehr kreative und nette Menschen. Und wir sind hier heute in der alten Feuerwache in Köln und ich freue mich sehr, die beiden kennenzulernen. Und werde den auch heute den Frohnachtsbaum vorstellen. Und wer weiß, vielleicht sind die beiden ja auch meine Zielgruppe und können mir halt eben nochmal ganz wichtige Informationen und Input geben zum Konzept. Ich bin sehr gespannt, was daraus entsteht. Ich hätte dazu mal eine Frage. Genau, also das Einschraubenstechen. Ach so, die sind so gewölbt. Ja, die sind so. Das heißt, man muss gar nicht groß in den Stamm reinbohren. Nein, also weil das sind selbstschneidende Spatzschrauben. Mhm. Und du hast eine genaue Anleitung. Jetzt habe ich die Schraubhilfen leider nicht dabei. Aber es gibt noch so Art Stecker, die hier reinkommen, wo du halt genau zentriert mit diesem langen Bit, den du hast, auf die Schraube triffst und das dann relativ einfach anschraubst. Ne? Und das macht man halt nur einmal, also im ersten Jahr. Und danach hast du dein Grundgerüst und kannst dann alle Jahre wieder damit feiern. Ich bin auch kein Freund vom abgeholzten Weihnachtsbaum, unter anderem aus. Ne? Der Baum bedeutet mir einfach so viel, ne? Nicht nur aus Umweltgründen, sondern ne, ein Baum wächst so lange und er hat halt auch für mich eine Seele. Ne? Und den dann einfach abzuholzen und verkleidet mit Schmuck dahin zu stellen, das ist schon seit Jahren. Wenn wir mal kommen und mal ein Foto mal oder auch Fotos machen und auch mal ein Video und eure Sachen verlinken und dann das über unseren Newsletter bewerben. Ich danke euch auf jeden Fall. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude, euch kennengelernt zu haben. Ja, und es war uns eine Freude. Die Herzensprojekte hier zu vereinen. Wie auch immer. Und also dann, das war wieder eine schöne Begegnung. Sehr schön. Und sehr gute Idee. Frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Für alle. Für alle. Hier ist Sonny von Adang. Bei Adang geht es um die koreanische Küche. Viele Grüße von der Interlorga. Erster Tag. Offiziell öffnet jetzt seit 15 Minuten und habe soweit aufgebaut. Bin hier am Gemeinschaftsstand von Kugle. Und relativ eng. Aber das wird mit Kugle-Kollegen. Und schauen wir mal, was die Messe so bringt. Es werden 5 lange Tage wahrscheinlich. Tag 3 der Messe. Und es ist wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr laut. Es ist 20 nach 10, es fängt jetzt so richtig an, trubelig zu werden. Sonntag, Montag sind die Tage der Gastronomen. Und ich hatte eben gerade schon einen Termin gehabt, beziehungsweise jemand, der vorbeigekommen ist, der die Marinaden ganz interessant fand. Mal gucken, was der Tag heute so bringt. Ich bin heute um 13.30 Uhr auf der Foodlab-Bühne mit meinem, quasi mit einem anderen koreanischen Startup. Und wir werden über koreanische Küche und K-Food sprechen. Und mal gucken, was der heutige Tag so bringt. Bis dann, tschüss. Tag 4. Genau, heute ist Montag. Montag ist berüchtigt, es kommen alle Gastronomen heute. Lilith konnte mir einen ganz wichtigen Tipp geben für einen weiteren potenziellen Großhändler. Gucken wir mal. Wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen die Verkostung gehabt. Mal sehen, was rauskommt. Auf jeden Fall heute Abend ist noch richtig was los, denn ihr habt eure Pop-Up-Party. Und da werde ich auch hingehen, ich freue mich schon. Es wird auch ein langer Tag. Wir wollten auf jeden Fall nur Hallo sagen. Genau. Ich wollte mal ein kleines Update geben darüber, wie es gerade mit der Co-Founder-Suche läuft. Und seitdem haben sich 42 Leute bei mir gemeldet, was schon echt irgendwie eine ganze Menge ist und was auch nochmal zeigt, wie groß das Interesse auch an dem Thema ist. Und davon habe ich jetzt mit 10 schon ein Erstgespräch geführt, mit 2 spreche ich diese Woche noch, also eins heute und eins morgen nochmal. Davon habe ich mit 4 auch schon ein Zweitgespräch und ein Drittgespräch ausgemacht. Also es läuft, das geht voran auf jeden Fall und sind ein paar Leute dabei, bei denen ich es mir jetzt aktuell vorstellen könnte.
Ich habe richtig tolle Neuigkeiten und zwar habe ich meine potenzielle Mitgründerin gefunden. Zumindest haben wir uns gerade darauf committed, exklusiv miteinander zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass ich mit keinen weiteren potenziellen MitgründerInnen mehr sprechen werde und sie auch nicht. Und wir uns eben darauf committen, jetzt mal die nächsten Wochen und Monate gemeinsam zusammenzuarbeiten, zu schauen, wie es so läuft und auch die Idee weiterzuentwickeln. Und das ist gerade ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil nachdem sich über 50 Leute bei mir gemeldet haben, ich so, so viele Gespräche in letzter Zeit geführt habe und so viel Zeit in die Co-Founder-Suche gesteckt habe, ist es jetzt endlich soweit, dass ich mit einer Person wirklich voranschreite. Und ja, das freut mich sehr. Ich bin gerade zurückgekommen von einem Workshop zum Thema öffentliche Förderung von der Hochschule bzw. dem Shashlik Center for Entrepreneurship und an sich inhaltlich super spannend und wertvoll für mich und auch zumal zu schauen, was gibt's alles für Förderungen über Exist und Flügge jetzt speziell für Bayern hinaus, vor allem auch Förderungen dann für die Entwicklung des Prototypen bzw. des Produkts. Eine Sache, die ich aber sehr, sehr schade fand, war, dass ich die einzige weibliche Teilnehmerin des Workshops war. Also es waren ungefähr 20, 25 Leute online und offline und ich war die einzige Frau und dachte mir so, das darf doch nicht wahr sein. Was dann aber da wiederum viel schöner war, war, dass verschiedene ReferentInnen eingeladen wurden, um ihre Erfahrungen mit verschiedenen Förderprogrammen zu teilen. Und unter anderem war Michaela dabei, die ihr ja schon aus der ersten Staffel kennt. Und das war sehr schön, quasi sie dann sozusagen als Referentin zu hören und auch ihre Geschichte und wie sie mit den Förderprogrammen umgegangen sind und ihre Tipps, aber vor allem auch so die Entwicklung von der ersten Staffel bis zu dem Punkt, wo sie jetzt sind. Das war richtig cool. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen aus der Eifel. Ja, ihr seht hier im Hintergrund, es hat bei uns wieder etwas geschneit und es ist kalt, aber dennoch ist die Frühlingssonne am Start, denn es ist Mitte März, Samstagmorgen und ich freue mich unwahrscheinlich, euch begrüßen zu dürfen und hier den Schnack aus dem Holzregallager, also aus dem Brennholzregal, mit euch zu machen. Frühlingsbaum besteht aus drei natürlichen Zutaten. Das ist einmal ein natürlicher Stamm. Dann sind das hier diese Adapter, die wir konstruiert und entwickelt haben. Hier, das ist jetzt noch ein Prototyp aus dem 3D-Druck. Und dann, wie ihr alle wisst, unsere Tannenzweige, unsere frischen Tannenzweige, die wir von unseren Weihnachtsbaumanbauern bzw. Schnittgrünanbauern aus nachhaltigem Anbau beziehen. Und ich fange jetzt bei der Komponente Nummer 1 an und das ist für mich auf jeden Fall ein natürlicher Ast. Wir wollen möglichst wenige Produktionsschritte machen. Das heißt, unsere Komponenten sollen so natürlich wie möglich belassen werden. Also auch nicht bearbeitet werden, damit sie halt eben keine Fertigungsschritte benötigen und keine weiteren Ressourcen verbrauchen. Wir haben uns halt einen so einen Ast hier mitgenommen. Und gut ist es, wenn er gerade gewachsen ist und vor allen Dingen auch nicht morsch ist. Es könnte aber auch eben ein Besenstiel sein, an dem ihr dann eure Adapter anschraubt, die wir euch in den verschiedenen Adapter-Set-Größen für verschieden große Frohnachtsbäume eben anbieten möchten. So, und eine weitere coole Idee ist eigentlich, dass man den Weihnachtsbaumstamm vom letzten Jahr nimmt. Ja, das hier ist jetzt ein Weihnachtsbaumstamm, den haben uns unsere Nachbarn geschenkt. Wir haben die gefragt, ob die, wenn die ihren Weihnachtsbaum entsorgen, ob die uns den bitte überlassen. Und ja, ich meine, das ist jetzt hier so ein Weihnachtsbaumstamm, der ist circa 10 bis 15 Jahre gewachsen, hat ein super Holz und muss natürlich ein bisschen bearbeitet werden. Ich habe den auch nochmal hier in kleinerer Variante, der ist jetzt von einem unserer zukünftigen Weihnachtsbaumanbauer und perfekt für den Frohnachtsbaum. Nicht nur optisch, auch weil da noch so die Tannennadeln dran sind, die werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch abfallen.
aber der riecht so schön. Der riecht so schön nach Harz noch. Ich finde es einfach super gut. Oder man macht da so eine Aktion draus. Hier, rettet eure Weihnachtsbaumstämme vom Vorjahr. Also es gibt Möglichkeiten. Also das war's wieder. Jetzt wird meine Nase langsam rot. Die Hände werden kalt. Und ich sag mal, es bleibt spannend. Und ich grüße euch und wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.